Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Nadja ist natürlich auch dabei. Hallo. Genau. Und Nadja, wir befinden uns ja momentan hier in unserem kleinen gemütlichen Dörfchen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, schauen wir mal ganz kurz auf dem Marktplatz, was hier los ist. Weißt du, was blöde ist? Was denn, Nadja? Dass hier kein Schnee ist. Das ist wie Winter, oft soll ich dir schon noch erklären, dass wir hier viel zu tief liegen, dass hier Schnee liegt? Wir liegen hier noch nicht mal gefühlt auf dem Grundwasserspiegel. Also doch, eigentlich schon. Aber trotzdem, wir liegen viel zu tief, Nadja. Der ganze Schnee ist alles da oben, ganz oben auf den Bergen. Wie oft muss ich dir das erklären? Ich würde jetzt sagen, wir schauen mal hier ganz kurz bei den Villagern, was bei denen so abgeht. Guten Morgen! Das Land ist richtig zerstört. Nadja, hast du das gehört? Was? Nein. Das Weihnachtsfest, es soll zerstört sein, Nadja. Es soll irgendwas passiert sein. Hä? Hey, wie soll etwas passiert sein? Ja, ich weiß es nicht, aber sagt ihr das ja auch? Es gibt große Probleme. Ja? Ist es... Oh, Nadja, ich glaube, wir haben ein ernsthaftes Problem. Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Geistlichen. Zum Geistlichen? Ja, okay, da machen wir uns doch direkt mal auf den Weg, Nadja, oder? Komm, da machen wir uns direkt mal auf den Weg. Okay. Komm, Nadja, dann gehen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, zum Geistlichen und schauen mal, was die Villager so gesagt haben, weil ich... Was soll denn da sein? Also, kannst du dir das vorstellen? Also, wir gehen einfach mal zu ihm hin und schauen mal, was er so von uns will. So, okay. Wir gehen mal hier hoch. Oh! Hallo Geistlicher! Ja, was gibt es denn? Was willst du uns denn berichten? Ich habe gehört, das Weihnachtsfest soll irgendwie zerstört sein. Was weiß ich? Sag uns doch mal, die Leute im Dorf meinten, dass du etwas genauer darüber Bescheid weißt. Ja, der Present Star vom Weihnachtsmann, der wurde einfach gestohlen. Einfach ihm gestohlen. Und ja, jetzt ist er aufgeschmissen. Oh, das ist ja schlimm. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Ja, am besten ihr geht zum Weihnachtsmann persönlich. Ich denke, er kann eure Hilfe gut gebrauchen. Ah, ja, und wie kommen wir da hin? Ja, ich habe da euch ein paar Elytras hingelegt. Ah, okay, vielen Dank. Oh, ich sehe es schon. Schau mal, Nadja, hier sind die Elytras, die er uns versprochen hat. Schau, komm, die nehmen wir uns gerade mal mit und ziehen die auf jeden Fall einmal an. Und dann holen wir uns hier noch ein paar Feuerwerkraketen. Dann würde ich sagen, machen wir es so, wie der Geistliche gesagt hat. Danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Und dann schauen wir mal zum Weihnachtsmann, was der so zu sagen hat. Komm, Nadja, wir gehen einmal hier. Ah, das soll die Wolke hier sein. Ist ja cool. Warst du schon mal beim Weihnachtsmann oben, Nadja? Eigentlich, ich war noch nie da. Du hast ihn schon mal einmal besucht, oder? Und jetzt habe ich's. Ja, ich glaube, ich war in meinem Leben schon einmal da. Doch, als kleines Kind war ich da schon mal. Ah, ich schaff's nicht zu landen, Leute. Ich auch nicht. Warte, ich bin so schnell. So. Okay. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's auch geschafft. Ho, ho, ho. Da seid ihr ja endlich. Habt ihr schon gehört? Das Weihnachtsfest ist ruiniert. Ja, der Geistliche hat davon uns etwas gesagt. Oh, die Eisskelette haben ein wichtiges Ding damit. Die Geschenkmaschine funktioniert, die haben das gestohlen. Könnt ihr das Item besorgen? Natürlich können wir das. Wo ist es? Dazu müsst ihr in den dunklen, dunklen Wald. Dann werdet ihr es schon finden. Und jetzt los, los, los. Ho, ho, ho. Wir haben nicht ewig Zeit. Viel Glück und schöne Weihnachtszeit. Du hast gehört, was der Weihnachtsmann gesagt hat. Wir müssen uns beeilen. Komm, ab. Yep. Warte. Oh, okay. Der dunkle Mann hier komplett. So, schau hier, Nadja, wir sind wieder da. Ja, oh, komm, wir landen Mann, mal hier bei unserem Haus. Komm, beim ich Marktplatz. Ich weiß nicht mal, wie man landet. Oh je. Einfach irgendwo hinfliegen. Okay, und warte. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nadja, meinte der Weihnachtsmann nicht noch etwas danach, wo wir schon draußen waren, dass wir beim Schmied mal vorbeischauen sollen? Ja, komm, wir schauen mal ganz kurz. Ja. Hast du es nicht gehört? Deine Schwerhörigkeit mal wieder. Das finde ich echt unmöglich. Komm, wir gehen erstmal zum Schmied und fragen mal, ob der irgendwas für uns hat. Achso, ja, er hat da etwas gesagt. Hallo, Herr Schmied. Ich habe gehört, dass Sie irgendetwas für uns haben. Ja, hallo, ihr zwei.
Ich habe euch eine Rüstung geschmiedet. Oh ja, das ist ja sehr cool. Und wo finde ich die Rüstung? Gleich hier in der Kiste. Hier in der Kiste. Vielen Dank, lieber Schmied. Echt großzügig von dir, dass du uns da hilfst. Finde ich echt mega. Dankeschön. Mhm. Hier in der Kiste, Nadja, schau. Ja, ich kann die nicht öffnen, weiß. So, jetzt. Nadja, so, der Schmied hat ja echt mal gegönnt. Und jetzt sollen wir in den dunklen Wald. Weißt du, wo der ist? Ich glaube, der ist doch da hinten. Ich glaube, der meinte das mit dunklem Wald. Aber warte, gibt es da nicht so einen alten, verlassenen Weg dazu? Komm mal mit, Nadja. Ja. Oh, ist das der alte Weg? Kannst du dich noch erinnern, früher haben die Holzfäller den Weg errichtet, damit die besser Holz aus dem Wald bekommen. Aber, oh, der Weg ist ja schon ziemlich durch... Boah, und der ist ganz schön nass. Hast du auch schon schlammige Füße? Und ich glaube, ja, ich weiß, wo wir rein müssen, Nadja. Oh, wenn das nicht nur so aussieht, sondern wirklich auch so ist... Naja, es ist nicht so schlimm. Oh, die Tür ist kaputt. Ja, also wir schauen uns erstmal hier mal um. Folg mir einfach mal. Oh, schau, ja, eine kleine Working Station. Aber was sollen wir hier machen? Wir sollen ja das Item besorgen, aber wo soll das sein? Wir gehen. Also, oh, da ist ja schon... Oh mein Gott! Oh. Komm, hilf mir, Nadja. Komm, auf geht's. Nein, stirb. Oh, hier ist noch einer. Komm, Nadja. Oh, ich kann nicht sehen, im Spinnennetz. Nadja, hier ist ein Spawner. Sollen wir den abbauen? Ja. Oder hast du Fackeln? Oh, hier ist schon wieder. Hier ist schon wieder. Ich hab den. Boah, wir haben den. Jetzt aber schnell weg damit. Ja. Aber komm, Nadja, jetzt lass uns mal weiter umgucken. Vielleicht finden wir ja was. Was ist denn das? Ist das das Item, wovon der Weihnachtsmann gesprochen hatte? Ist es das, Nadja? Ist das das? Naja, nimm das mal. So aus. Vielleicht. Und was ist hier noch so in den Kisten? Oh, was haben die denn hier alles geplündert? Wetten, dass das alles vom Weihnachtsmann ist für Weihnachten, Nadja? Vielleicht. Bring mir das mal auch mit. Warum nimmst du das eigentlich hier alles mit? hier ist sogar antiker Schrott. Was hier drin? Ja, okay, nichts mehr Brauchbares. Aber ja, ich nehme mal hier das Item mit. Was ist das? Der Present Star. Oh, der Present Star. Ist ja irgendwie schon cool, wenn man so ein mächtiges Item in der Hand hat. Und dann schauen wir mal raus. Ich glaube, es ist mittlerweile Mittag. Nadja. Oh, schon? Mhm. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück und dann erstmal wieder zum Weihnachtsmann, dass er sein Item kriegt. Genau. Ah, komm, wir gehen mal zum Geistlichen und bedanken uns nochmal für die Elytra. Mhm, ja. Oh. Hallo Geistlicher, hier sind wir wieder. Wir haben das Item mittlerweile besorgt. Bist du stolz auf uns? Bestimmt, oder? Ja, das habt ihr echt toll gemacht. Wir würden jetzt nochmal zum Weihnachtsmann gehen und ihm das Item bringen, damit wir hoffentlich alle an Weihnachten ein schönes Geschenk haben. Ja, das könnt ihr machen. Und dies hoffen wir natürlich auch für euch. Und damit war es dann auch mit unserem Weihnachtsspecial. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann lasst doch gerne mal ein Like auf diesem Video da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Vielleicht sogar noch vor Neujahr. Und dann würde ich sagen, bis denne. Ciao, ciao. Tschüss.